Ganz kurz, das haben wir schon gesagt. Die Situation ändert sich täglich. Wir wissen nicht, wie lange wir noch tatsächlich eingesperrt sind. Bitte zusammenhelfen, um up to date zu bleiben. So. Wir haben ein paar neue dabei, auch Gott sei Dank hier im Gruppencall ganz wichtig. Und deswegen bist du auch angesprochen, falls du gerade jetzt startest, ist es ganz einfach. Mein Tipp, und hier müssen wir zwei Dinge unterscheiden, wähle erstens eine krisensichere und oder auch eine Corona-sichere. Jetzt kriege ich hier nochmal Teilnehmer verwalten, jetzt eintreten lassen. Ich lasse das dann einfach hier auf der Seite, ich weiß es nicht. Und zwar, was meine ich damit? Es gibt im Moment zwei Dinge, die ich damit meine, krisensicher und Corona-sicher. Im Moment können wir durch den Coronavirus nicht vor die Tür. Wir können einzelne Geschäfte nicht betreten. Wir haben Nischen, die im Moment die Corona, nicht Corona-sicher sind, wie zum Beispiel Fitnessstudios, wie zum Beispiel alle Einzelhandelsgeschäfte. Das ist nicht Corona-sicher. Was ich mit krisensicher meine, ist, wir haben die Krise und auch wenn die Coronavirus nicht vorbei ist, aber der Ausgangsstopp vorbei ist, sind wir in einer Krise. Und da habe ich eben das Beispiel Immobilienmakler angebracht, weil ein Immobilienmakler wird meiner Meinung nach nicht krisen, betroffen sein, denn ich habe das Gefühl, das ist jetzt nur ein Beispiel, und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass in der Krise viele ihre Immobilien, ihre Häuser, ihre Wohnungen abverkaufen müssen, weil sie nicht mehr die Annuität bedienen können, sprich Zins und Tilgung, und in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Und dann muss diese Wohnung auch irgendjemand verkaufen. Und Immobilienmakler, für euch zum Verständnis, kann definitiv auch remote arbeiten. Was meine ich mit remote? Das seht ihr auch hier unten. Remote, alles, was eben über Zoom, wie jetzt wir kommunizieren, über FaceTime, übers Handy, ich weiß gar nicht, wo meins ist, wo man eben Bildschirm teilen kann oder sich sehen kann oder den Bildschirm umdrehen kann, das wird definitiv in den nächsten Wochen und Monaten gebraucht werden. Und deswegen sage ich, unterscheidet bitte krisensicher. Für mich ist der Immobilienmakler krisensicher. Wohnungen und so weiter müssen verkauft werden. Und Corona-sichere Nische ist zum Beispiel, hier habe ich ein paar aufgezählt. Kreditinstitute können sich im Moment nicht retten vor Anfragen, nicht nur wegen der Krise, sondern auch grundsätzlich habe ich gehört, Kreditinstitute haben Aufträge. Anwälte, ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe heute zum Beispiel eine Kampagne, nicht heute gelauncht, sondern schon vor 2 Tagen gelauncht. Und ihr habt den Screenshot aber heute gesehen. Das ist ein Anwalt, der jetzt auch, ich darf leider nicht mehr darüber erzählen, aber seid kreativ und diese Nischen sind meiner Meinung nach nicht Corona infiziert und sind jetzt auch in der Krise sehr nachgefragt. Und falls du gerade jetzt startest, ist es ganz einfach, such dir, wähle eine krisensichere und eine Corona-sichere. Ernährungsberater kann man auch über Zoom oder Videotelefonie machen. Psychologen sind ausgebucht, warum viele Menschen jetzt in der Krise drehen völlig durch und sagen, um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Und die Psychologen oder wie nennt man die Therapeuten, die einen mental unterstützen, die sind Samstag, Sonntag, ich habe gehört, die arbeiten sogar jetzt am Ostermontag, ist eine ausgebucht. Steuerberater habe ich ein tolles Ergebnis erst auch vom Timo aus dem Team bekommen. Tolle, tolle Neuigkeiten. Steuerberater suchen nach wie vor händeringend Kunden oder auch Mitarbeiter. Vermögensberater ist auch krisensicher, nicht krisensicher, Entschuldigung, da muss man unterscheiden, das ist Corona-sicher. Ein Vermögensberater kann seinen Job machen, auch wenn er jetzt das Büro nicht aufsperren darf. Und das erwarte ich von euch, dass er euren Kunden, euren Partner aufklärt. Viele kennen Zoom noch nicht. Wer von euch hat Zoom noch nie vor unserem Coaching gekannt? Das ist normal, ja, Zoom. Nur man muss seine Nische jetzt aufklären und sagen, alles, was du remote machen kannst, Beratungsgeschäft und so weiter, klärt sie auf und sagst, du kannst auch remote arbeiten. Autowerkstätten, habe ich gehört, soll in den USA funktionieren, dass man sie anfahren darf. Es ist anscheinend lebensnotwendig, dass die Autos nach wie vor funktionieren. Deswegen gucken wir da in Deutschland auch gerne. Reinigungsfirmen ist anscheinend das Gleiche und viele mehr. Ich habe auch einen Post in der Agentur zur Freiheit Mastermind Facebook-Gruppe drin. Der ist ein bisschen angekommen, dass sich die Leute Gedanken machen, welche Nischen nicht Corona und nicht krisensicher sind. Und, oder die, Entschuldigung, die eben Corona- und krisensicher sind, baut das aus,
schaut in die USA-Liste und die ist sogar vom Thorsten übersetzt worden. Es gibt keine Ausreden mehr, das ist eine englische Liste, habe ich auch mal bekommen. Und hier muss ich noch zwei eintreten lassen, sehe ich gerade. Und Brainstorm, deswegen machen wir das, dass wir im Team zusammenarbeiten. Deswegen machen wir, dass wir hier die Facebook-Gruppe haben. Deswegen machen wir die Gruppencalls. Das ist der Tipp von mir, falls du gerade startest. Was noch ein Tipp ist, würde ich von Anfang an mit reinnehmen, verändere dein Wording. Ich würde die Krise erwähnen und ich würde eben 100% immer und immer wieder wiederhole ich das erwähnen, dass man antizyklisch handeln muss. Das ist in den 11 Ratschlägen, das kommt von mir in jedem dieser Corona-Krisen-Videos, die ich alle auch in den Online-Kurs unten reingesetzt habe. Corona-Krise, schaut euch die Videos an. Erzählt euren Partnern von der Harvard Business Review, dass es jetzt wichtiger ist, denn je zu ein gutes Marketing zu machen. Und wenn Kunden zögern, wegen der Unsicherheit, was überhaupt auf uns zukommt, wie lange noch geschlossen ist, wie lange die Krise dauert und so weiter, ihr müsst kreativ werden. Ihr müsst kreativ werden. Ich habe diese Kampagne, die ich vor 2 Tagen mit dem Anwalt gestartet habe, das ist aus reiner Kreativität rausgekommen. Und das ist so wichtig, weil wir, das erzähle ich auch gleich, jetzt schreibt wieder hier einer mehr, Chat, veränderte Zahlungsbedingungen können auch helfen. Komme ich direkt jetzt, Sebi, sehr gut, vielen Dank für den Einwurf. Werdet kreativ und hier kommen das, was der Sebi schon anspricht, veränderte Zahlungsbedingungen können auch helfen. Gibt Rabatte. Sag okay, und da müsst ihr auch immer fragen. Das heißt, manche wollen jetzt zum Beispiel, wie wir es am Anfang gemacht haben, uns von Woche zu Woche entlang hangeln. Ja, mach eine Testwoche, okay, dann machen wir eine Woche für 400 Euro und wenn es funktioniert, machen wir wieder eine Woche. Die Leute haben jetzt Probleme, Cash und liquide zu bleiben und durch das, dass wir sie jetzt nicht ewig lange Verträge machen, bleiben sie liquide, sie sehen, okay, kommt so viel rein in der Woche, kann ich mir die Marketingagentur leisten. Wir müssen selbst auch liquide bleiben. Deswegen versucht mit diesen veränderten Zahlungsbedingungen, bietet alles an. Ich meine hier auch, manche wollen zum Beispiel auch eventuell 6 Monate im Voraus. Wenn eine krisensichere und Corona-sichere Nische, es funktioniert, sagt ihr, du pass auf, ich gehe her und sag, du kannst Exklusivität in der Region, in der Stadt jetzt dir sichern, wenn wir jetzt einen 6-Monats-Vertrag machen, anstatt 1.500 Euro im Monat, mache ich halt dann einen super Rabatt und sage, wenn du 6 Monate abschließt, machen wir 1.000 Euro anstatt 1.500. Es kommt immer darauf an, was der Kunde will, was der Kunde für eine Nische ist. Deswegen sage ich hier ganz wichtig, fragen. Was ist das, dass der sagt, du pass auf, ich habe so viel Geld jetzt über, ich weiß gar nicht wohin. Damit gibt es auch Nischen, ihr werdet das nicht glauben. Und der will natürlich vielleicht sich einen günstigen Rabatt holen, indem er gleich für länger länger bestellt. Spritzen der Regierung, Post in der Mastermind. Ich glaube, der kam auch vom Sebi. Klärt die Kunden, die Partner proaktiv auf und sagt, du pass auf, ich habe hier einen Post gesehen, die Mittelständler kriegen jetzt irgendwie eine Spritze von der Regierung, eine Spritze meine ich, eine finanzielle Spritze, ist ganz klar, keine echte Spritze und sagt, check das ab, jetzt ist es wichtiger, die Regierung überflutet förmlich den Markt mit Liquidität, um der Krise zu trotzen, und wir wissen alle nicht, ob es herhält oder nicht. Aber das müssten wir, es gibt sogar eigene neue Facebook-Gruppen, habe ich heute gesehen, mittelständische Unternehmen, irgendwie in der Corona-Krise, innerhalb von 2 Tagen 10.000 neue Facebook-Gruppenmitglieder. Das ist eine Riesenaufregung, die Mittelständler tun sich zusammen und genau so müssen auch wir uns zusammentun, falls du gerade erst startest. Dann, was haben wir noch? Bist du in einer krisensicheren Nische? Gibt es ja manche, haben wir ja gerade vorhin auch gesehen, mach weiter wie gehabt. Denn das sind goldene Zeiten für eine krisensichere Nische. Verändere nur wieder dein Wording, bisschen auf die Krise, dass du ansprichst, antizyklisch jetzt zu handeln, jetzt ist es Zeit zu investieren, jetzt kann man sich eben vom Wettbewerber abheben und so weiter. Und auch hier das Gleiche, wenn Kunden zögern, wegen der Unsicherheit, sei wieder kreativ. Ich habe den Anwalt gesagt, hey Anwalt, kannst du nicht auch das über Zoom machen oder über WhatsApp und FaceTime und was es auch alles gibt? Ja klar. Und schon hat man ein geiles Angebot und kostenlose Beratung und los geht's.
und es hagelt Leads, und je mehr Leads es hagelt, desto günstiger sind die Lead-Kosten und desto besser geht die Click-Through-Rate hoch. Das ist das gleiche monatliche Rabatte. Ich würde jetzt nicht der teuerste draußen sein. Wir haben ein bisschen Konkurrenz da draußen. Wir wissen es mittlerweile. Sei ein bisschen flexibel. Sag mal, okay, ich muss jetzt auch ein bisschen gucken, wo es hingeht mit dem monatlichen Umsatz, und frag wieder nach, was ist das Beste an Zahlungsbedingungen für den individuellen Partner oder Kunden. So. Ganz, ganz wichtig. Screenshot machen, aufschreiben. Wichtiger denn je. Fragt nach Weiterempfehlungen. Wenn ihr in einer krisensicheren Nische seid, sagt, gib mir Weiterempfehlungen. Für jede Weiterempfehlung 300 Euro Rabatt etc. Schreibt es sogar mit auf die Rechnung. Es kommt Neugeschäft dabei raus. Und noch wichtiger sind jetzt natürlich auch für die anfangen, für egal wen, Testimonials oder Case Study. Testimonials ist einfach, dass jemand 60 Sekunden in die Kamera spricht, hey, ich sage immer die 5 Dinge. Ich bin Philipp Lang, ich habe eine Kampagne beim Tim Engel gehabt, der ist gerade bei mir hier am Bildschirm rechts daneben. Und ich habe sowas noch nie erlebt, wie jemand in einer Woche mir 20 potenzielle neue Kunden generieren kann für einen Preis von 100 Euro. Von diesen 20 Leads oder potenziellen neuen Kunden oder Neukundengelegenheiten kamen irgendwie 5 zu mir in den Laden und ich konnte 3 davon abschließen und habe irgendwie 1500 Euro Umsatz damit gemacht. Ich kann den Tim super empfehlen, hat super funktioniert, toller Kerl, schaut gut aus, macht einen guten Job und bin super zufrieden und würde ihn jedem Blatt empfehlen. Das ist ein Testimonial, und eine Case Study ist eigentlich das Gleiche, nur in ausgedehnter Version, dass ich in einem Zoom-Call mit meinem Partner einfach bespreche, was hat er gemacht, um die Kampagne starten zu können, was hat er zuvor an Marketing gemacht, was hat er eigentlich das gleiche wie ein Testimonial, nur in einem 1:1 Dialog, und Sebi schreibt einen Leitfaden für den Kunden, was ihr in den Testimonials hören wollt. Ganz genau, ganz wichtig, diese 5 Punkte, die ich gerade aufgezählt habe, würde ich reinschreiben, und dann bekommt er auch ein gutes Testimonial. Wichtiger denn je, wer das jetzt nicht macht, kriegt Probleme, wenn er sie nicht schon hat. Deswegen jetzt zählt Weiterempfehlung, ganz wichtig, und jetzt zählt Testimonials und Case Studies. Bist du in einer krisenbetroffenen Nische? Fragezeichen. Wenn ja, gebe ich den Tipp, und ihr wisst, ich gebe Tipps. Das ist jedem selbst überlassen. Die Entscheidung ist bei jedem selbst. Aber ich fühle mich selbst dazu verpflichtet, euch die Tipps und die Empfehlungen und die Ratschläge zu geben, die ich mache. Und auch wenn sie manchmal nicht schön sind und hart sind, aber das sind meine Tipps. Und wer weniger als 5 Stammkunden in einer Nische hat, die krisenbetroffen ist, wie Fitnessstudios, ihr kennt die ganzen krisenbetroffenen Nischen. Und wenn nicht, dann brainstorm. Dafür haben wir die Gruppe, und jeder ist aufgefordert, das auch zu nutzen. Wer weniger als 5 Stammkunden hat, raus, aber ganz schnell. Weil wir erstens nicht wissen, wie lange es noch dauert, und wir zweitens nicht wissen, ob es die Unternehmen durchstehen. Ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, der ist auch bei uns im Coaching, der Dietmar, der 6 Fitnessstudios in Österreich hat. Ich habe mit ihm vorgestern einiges hin und her geschrieben. Niemand weiß es, und niemand weiß, wie lange er noch durchhält. Und in diesen krisenbetroffenen Nischen, wer drin ist und wer nicht mehr raus will, entwickelt, ganz wichtig, seid kreativ und entwickelt sogenannte Remote-Angebote. Zoom, FaceTime, jetzt gehe ich mal hierher und schiebe das ein bisschen nach oben, damit ihr das auch seht, denn alles, was digital werden kann, wird digital werden, das hört ihr auch nicht zum ersten Mal von mir. Ich habe Beispiele, folgende Beispiele, Einzelhandel. Ich habe hier in Regensburg ein Spielwarengeschäft, das anbietet, und dieses, es ist kein Witz, das hat dieses Angebot in der Zeitung gedruckt, ich habe es leider nicht mehr, aber es war so, das hätte es natürlich viel besser auch mit einer unserer Kampagnen nach außen bringen können. Hey, jetzt zu Ostern, wer kennt das Beispiel, ich habe es vielleicht schon mal das ein oder andere Mal erwähnt, Kinder wollen zu Ostern vom Osterhasen was bekommen, die Eltern können aber nicht im Spielwarengeschäft einkaufen, natürlich können sie schauen, dass sie von Amazon noch irgendwie rechtzeitig was zugeschickt bekommen, aber Spielwarengeschäfte sind hergegangen und haben eine Zeitungsannonce gemacht und haben gesagt, hey, wir gehen mit dir mit dem Smartphone durch die Regale und beraten dich, als wärst du hier
live neben uns und zeigen dir die Spielsachen für Jungs im Alter von 3 bis 5 Jahren und gehen mit FaceTime durch und du kannst beraten werden. Schuhgeschäft, habe ich das Gleiche schon gehört. Immobilienmakler haben wir auch gehört, dass es möglich ist, dass man alles hier gibt so Firmen, die machen Wohnungen von innen digital und der Immobilienmakler ist alleine und zeigt die Wohnung. Wir wissen nicht, ob das jetzt wie lange noch dauert. Ein Anwalt, definitiv bin ich das beste Beispiel, der jetzt Zoom für sich entdeckt hat und berät. Denn wenn du jetzt mit Partnern durch die Krise gehst, und das ist natürlich aus jedem Nachteil, sage ich mal, krisenbetroffen ist erstmal ein Nachteil, aber es gibt immer einen Vorteil und man muss den Vorteil sehen, wer jetzt mit dem Partner kreativ ist und so ein Remote-Angebot erstellt und mit ihm durch die Krise geht, kannst du sicher sein, der bleibt bei dir für immer. Weil der sagt, du hast mir mein Geschäft oder mein Business eigentlich gerettet. Und deswegen weniger als 5 würde ich rausgehen, würde ich sagen, durchgehen in eine neue Nische rein. Und alles, was wir jetzt super, super viele Stammkunden hat, ich weiß es nicht, wer bei mir im Coaching jetzt schon viele hat, viele Teams haben, die 10K-Member sind, die 25K-Member sind, die gucken sich diese Gruppencalls, wenn dann überhaupt noch in der Wiederholung an. Und deswegen ist es mehr oder weniger fürs Tonband. Was habe ich noch? Bist du in einer krisenbetroffenen Nische? Ich tue das nochmal nach unten. Haben wir auch schon besprochen. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man diesen krisenbetroffenen Nischen auch ein Angebot macht mit einem Gutschein, mit einer Aktion, zahle jetzt und spare später, dass man die Nischen auch abholt und sagt, hey, mach trotzdem Branding, mach trotzdem Reichweite, um den Wettbewerbsvorsprung jetzt auszubauen, weil dein Wettbewerber im Moment nicht wirbt. Siehe Ad Library, letzte Gruppencall, letztes Präsentation, um einfach auch denen zu sagen, sammle jetzt Leads und wenn die Tore geöffnet werden, hast du eine Liste, wo du sauber durchtelefonieren kannst, beziehungsweise kannst du, solltest du sofort Kontakt aufnehmen, wir wissen die 5-10-Minuten-Regel und mit denen Kontakt aufbauen und sagen, du pass auf, unser Angebot ist im Moment das und das und das. Ich habe sogar gesehen, dass Fitnessstudios remote gehen und draußen einen Kurs anbieten, einfach auch, um die Leute bei Laune zu halten. Das muss jetzt nicht irgendwie an Geräten sein oder im EMS-Bereich mit den Westen und so weiter, sondern man bietet einfach an, hey, wir treffen uns einmal die Woche, du musst fit bleiben, auch wenn es bei dir in der Wohnung ist. Wir machen hier einen Zoom-Call oder FaceTime oder was auch immer, einen Kurs und gibt's alles. Also man kann in jeder Nische irgendwas remote machen. Und die Leute beraten und bei Laune halten und vertrösten und sagen, du pass auf, wenn es in 14 Tagen wieder losgeht, bekommst du noch ein besseres Angebot und so weiter. Leads sammeln ist nie verkehrt, beziehungsweise mit den Kontakt aufbauen. Und vielleicht haben die ja bestenfalls mit eurer Beratung schon ein Remote-Angebot, wo die eben auch weiterhin Geld verlangen und verdienen können. Ganz wichtig auch, wenn du in einer krisenbetroffenen Nische bist, wenn du kein Experte in dieser Nische bist, wirst du scheitern. Deswegen diese Empfehlung, wenn du unter 5 Stammkunden hast, raus. Und diejenigen, die eben mehr als 5 Stammkunden haben, die 10K-Member und so weiter, das sind definitiv Experten in dieser Nische. Ich denke da jetzt gerade nur an einen Jan Mehlmann, den der ein oder andere von euch kennt, der ist in der Hochzeitsfotografie. Ich kann mir vorstellen, dass die Hochzeitsfotografie auch nicht super simpel ist. Das ist definitiv eine Corona-betroffene Nische und das ist auch eine Krisen betroffene Nische. Denn viele werden sagen, du, die Hochzeit, ich weiß nicht mal, ob ich sie feiern kann. Meine 80-jährige Oma, die kann zur Hochzeit sowieso nicht kommen. Zweitens, ach, der Job ist weg, ich kann mir die Hochzeit sowieso nicht leisten. Aber ich bin mir sicher, dass ein Jan Mehlmann als Experte in dieser Nische definitiv durchhält und auch seine Partner, seine Hochzeitsfotografen so gut beraten kann und vielleicht sogar noch stärker aus der Nische rausgeht, weil jetzt eben weniger Agenturen für Hochzeitsfotografen da draußen definitiv sein werden. Was ich noch sagen will, ist, dass jetzt die höchste Komplexität bietet die höchsten Gewinne. Was will ich damit sagen? Ich bin hier seit 5 Wochen bei meinem Kumpel, ist Anwalt, und wir haben uns jeden Abend den Kopf zermartert, was wir machen können. Das ist sehr, sehr komplex, das Thema. Ich darf es auch nicht sagen, aber es ist eine Gelddruckmaschine. Deswegen seid kreativ und wenn ihr eben an was noch nicht sofort seht, bisschen think out of the box, bisschen aus der denken und wenn ihr was gefunden habt, findet einen Partner,
bestenfalls wie ein Bekannten, einen Freund, der in einer krisensicheren Nische ist, sagt, hey, das könnten wir machen, irgendwas mit Remote und irgendwas mit hier, ihr seid das näher dran, denn es ist auch hier unmöglich, dass wir für jede einzelne Nische jetzt hier ein Angebot erstellen. Ihr wisst, es gibt tausende von Nischen und das ist einfach zu viel Arbeit, das ist sehr, sehr komplex, aber deswegen empfehle ich immer, auf eine Nische spezialisieren und da den Expertenstatus aufbauen. Das ist, was die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr wichtig ist. Und ich würde hier definitiv, wollte ich nur noch mal sagen, hört auf, zweigleisig zu fahren, denn wer zwei Hasen fangen will, fängt keinen. Und ich sage euch, geht wirklich jetzt, ist die richtige Zeit, all in zu gehen auf eine Nische, schießt euch ein, bekommt den Expertenstatus, sammelt Testimonials, kriegt Weiterempfehlungen und ihr werdet mehr Geschäft machen als zuvor. Das ist meine kurze Präsentation. Ich gebe den Bildschirm oder beziehungsweise jetzt wieder in den Gruppencall